Schon unglaublich viel, unglaublich geilen Scheiß gesehen. Aber das ist die absolute Krönung. Die Reaktion von vorher war übrigens so ähnlich wie die, als ich damals zum ersten Mal gelesen habe, dass Wicked Vision Media diesen Film überhaupt als Nummer 2 im Rahmen der neuen Full Moon Classic Selection veröffentlichen möchte. Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. What in the name of fuck? Vor allem, wenn ein Titel schon so absurd ist, dass er sogar für KNM und Movie Power zu viel ist, dass der Film tatsächlich als alte deutsche DVD dann nur mehr Kannibalinnen im Dschungel des Todes hieß, damit man nicht irgendwie das Gefühl hat, das Ganze könnte irgendwie lächerlich sein, aber natürlich die erste Einblendung im Film könnte einen dann wieder auf andere Gedanken bringen, wenn man da groß liest, Guacamole Films Presents. Und ganz im Ernst, genauso wie meine Reaktion auf den Titel war, war auch meine Reaktion auf den Film. Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes ist ein Film, der 1:1 und 100% jegliche Erwartung einhält, den man an einen Film mit diesem Titel stellen kann. Es ist einer der lustigsten, unterhaltsamsten, coolsten und witzigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Das kann man grundsätzlich auf mehreren Faktoren festmachen. Erstens, Full Moon Entertainment Filme neigen dazu, sich selber nicht unbedingt so ganz ernst zu nehmen, teilweise. Und dieser Film treibt das, finde ich, auf die Spitze. Sämtliche Schauspieler spielen ihre Rollen mit einem unglaublich genialen Augenzwinkern, so weit, dass die anderen, die das eben gerade nicht machen, auch das mit einer derartigen Überzeugung und Übertreibung machen, dass man in diesem Film eigentlich keine einzige Sekunde ohne einen Grinser verbringen kann. Seien es die Hauptdarsteller, sei es der unglaublich wahnsinnige Militärfuzzi mit Augenklappe, jeder in diesem Film bringt Spaß. Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes ist ein Film, der Themen wie Sexismus hernimmt und auf eine grenzgeniale Art und Weise dermaßen übertrieben und überspitzt darstellt, dass man auch das kaum ernst nehmen kann und dass auch hier trotz wirklich interessanter Ideen wie beispielsweise einem Kannibalinnenstamm, die Männer als Sklaven hält und man ihnen nur über Bier wieder zeigen kann, wo eigentlich ihre Position ist, wo man normalerweise im Jahr 2019 schon sagen muss, kann ich das überhaupt sagen? Ja, in diesem Fall kann man, weil niemand meint das ernst. Jeder meint das als Spaß und jeder hat Spaß damit. Und verdammt nochmal, auch im Jahr 2019, jeder hat verdammt nochmal Spaß damit zu haben. Und das ist der nächste Punkt, der mich zu dem bringt, was diesen Film am meisten trägt und was diesen Film am meisten bringt. Bill
Mayer, einer der großartigsten amerikanischen Comedians und Talkshow-Hosts, spielt hier tatsächlich den Indiana Jones für Arme, der mehr oder weniger unsere Hauptcharakterinnen durch den Dschungel lotst und dabei dermaßen viel Spaß hat, seinen überzeichneten Charakter mit einer derartigen Hingabe spielt, dass es einfach nur faszinierend ist. Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes lässt kein einziges Filmklischee, kein einziges Rollenklischee, kein einziges Irgendwas-Klischee aus. Macht das bei seinen ungefähr 1,5 Stunden Laufzeit, aber dermaßen grenzgenial und nahezu unnachahmlich, dass man es einfach nur feiern und genial finden kann. Und wo man tatsächlich traurig sein muss, dass der Regisseur J.F. Lawton neben diesem Film nicht mehr wahnsinnig viel gemacht hat. Beispielsweise nach diesem Film 1989, übrigens, ich trage euch jetzt seine komplette Filmografie vor. Ich hoffe, ihr habt die nächsten 19 Sekunden Zeit. Danach kam 1991 Pizza Man, ein Film, von dem man hierzulande gar nichts gehört hat. 1995 folgte dann der Actionfilm The Hunted, der gejagt mit Christopher Lambert. 1998 war er dann als Produzent bei 77 Episoden, als Regisseur bei 4 Episoden und als Drehbuchautor bei 2 Episoden der Serie VIP tätig. Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Und danach machte er 10 Jahre Pause, bis er seinen Film Jackson drehte, von dem wir dann wiederum in den letzten 10 Jahren nichts gehört haben. Egal, er hat Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes gedreht. Er ist the man, the motherfucking legend. Und das ist ein Blu-ray-Check. Ganz ehrlich, es sind schon bei weitem über 300 Stück hier auf dem Kanal. Aber selten, wirklich selten, hatte ich mit einem Film dermaßen viel Spaß wie hier. Das ist einer meiner neuen Lieblingsfilme. Das ist Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. Das Cover-Artwork der Blu-ray ist natürlich in dem gewohnten Stil der Full Moon Classic Selection gehalten, zeigt allerdings nicht das alte deutsche Artwork, sondern auch diesmal wieder das amerikanische Originalplakatmotiv des Films. Und das, man wird es sich bei diesem Design wahrscheinlich nicht gerade leicht vorstellen können, ist in Sachen Reißerischigkeit noch sehr, sehr verhalten. Das alte deutsche Videoplakat von CIC, was dann auch für die DVD von Movie Power und KNM verwendet wurde, zeigt die drei Darstellerinnen nämlich vor einer verschnörkelten Wand mit Schädelknochen und so weiter, um das Ganze noch ein bisschen mehr mit dem Indiana Jones Holzhammer zu bearbeiten. Aber auch dieses Motiv finde ich irgendwie absolut genial, wie sie mehr oder weniger in diesen geblasenen Rauchwolken stehen und vor allem sie auf der linken Seite wundervoll so mit gehobenem Blick schaut, weil sie das Gefühl hat, sie macht jetzt gerade den tollen Model-Fotoshoot. Dabei ist es ein Foto für das Cover-Artwork von Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. Genauso mit ernster Miene, aber trotzdem absolutem Augenzwinkern. Am schönsten finde ich eben den Verlauf von links nach rechts, wo dann die Dame rechts schon sich denkt, ist das irgendwann einmal vorbei? Aber das ist ein wirklich, wirklich cooles Coverbild. Wir können jetzt einmal auf das Backcover schauen. Da bekommen wir neben einzelnen Bildern aus dem Film auch gleich die Inhaltsangabe des Films. Der wichtigste Lebenshinweis, den mir Wicked Vision jemals gegeben hat: Spiel nicht mit den Piranha-Amazonen. So bin ich da selber nicht drauf gekommen. Die Inhaltsangabe des Films bzw. die Informationen zum Bonusmaterial, und da gibt es diesmal tatsächlich neben einer Einleitung von Charles Band, die 2 Minuten dauert, ausschließlich Trailermaterial, aber das ist in dem Fall wirklich wurscht. Und vor allem der zweitwichtigste Lebenshinweis von Wicked Vision ist auch noch mit dabei auf dem Cover, nämlich dass der Konsum von Guacamole-Bier dringendst empfohlen wird. Neben den Cast- und Crew-Angaben gibt es auch noch die technischen Details und innen dann, wie gewohnt, auf der rechten Seite die Blu-ray mit ebenfalls demselben Disc-Design wie alle anderen Titel aus dem Film und dann
auf der unterhalb der Disc eben das Wendecover, das ich auch gleich zu meinem Hauptcover machen werde, weil einerseits, wie gesagt, ich liebe Reihen, aber bin kein großer Freund von Rahmen und bevorzuge deswegen das Motiv, wo man einfach mehr vom Cover sieht, weil eben hier finde ich die drei Damen auf dem Cover noch wesentlich besser zur Geltung kommen. Außerdem, dass der Name von Bill Mayer auch noch draufsteht, finde ich cool. Und dass das der Cover, der Titelschriftzug, das K von Kannibalinnen, nämlich genauso geschrieben ist wie das C von Cannibal Women im Originaltitel. Mit den Zähnen finde ich einfach nur geil. Außerdem haben wir auch dieses Mal wieder, wenn man einer der ersten 200 Besteller ist, der diese Blu-ray direkt im Shop von Wicked Vision bestellt, eine Trading Card mit dabei und diesmal natürlich die Hauptdarstellerin Dr. Margot Hunt mit dabei aus der Spezies Mensch. Finde ich auch sehr, sehr schön, welche Attribute ihr hier zugeschrieben werden. Das ist eine verdammt geile Idee, dieses Trading Card Game. Ich werde das wahrscheinlich noch gefühlte 200 Mal sagen, weil hoffentlich diese Reihe genau so viele Titel bekommt. Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death stammt aus dem Jahr 1989 und erscheint jetzt quasi zu seinem 30-jährigen Jubiläum zum ersten Mal in deutscher Sprache in High Definition auf Blu-ray. Die Frage ist natürlich, ob eine derartige Trash-Perle damals auch mit verhältnismäßig anständigem Equipment produziert wurde und demnach auch auf der neuen deutschen Blu-ray sich mit guter Qualität behaupten kann. Das möchte ich euch wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers Blu-Ray-Check zeigen, wenn wir uns gemeinsam in den Avocado-Dschungel des Todes wagen und ich euch einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer des Films direkt zeige. Wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alle selbst gemacht und weder irgendwie bearbeitet noch verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und auch diesmal möchte ich es ehrlich gesagt am Anfang mal kurz und schmerzlos halten. Die Bildqualität von Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. Und nein, es wird mir nie zu blöd, diesen Titel zu sagen, ist absolut phänomenal. Natürlich bekommen wir keine absolut knackige Detailschärfe wie bei einer Hollywood-Blockbuster-Produktion aus dem Jahr 2019. Dafür, finde ich, bekommen wir frische und knackige Farben, einen kräftigen und dynamischen Kontrast sowie auch eine angenehme Schärfe und eine weitestgehend hervorragende Detailzeichnung. Natürlich fallen hier produktionsbedingt einige Unterschiede auf. Wir haben die Szenen, die bei Tageslicht gedreht wurden, die noch etwas dynamischer, kräftiger und schärfer daherkommen. Bei dünkleren Szenen haben wir teilweise etwas deutlicheres Bildrauschen bzw. etwas reduzierte Detailschärfe. Aber ganz ehrlich, das ist für diesen Film, der dieses Alter aufweist, dermaßen belanglos, dass ich mich ganz ehrlich fast geniere, es überhaupt erwähnt zu haben. Im Großen und Ganzen ist die Blu-ray-Bildqualität von Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes fantastisch und Wicked Vision hat den Film zudem noch absolut hervorragend behandelt und den Film mit seiner kurzen Filmlaufzeit von eben knapp 90 Minuten, sage und schreibe 20 GB auf der Blu-ray zur Verfügung gestellt, weswegen das wirklich gut passt. Einzige Erwähnung noch bezüglich der Qualität wäre, die deutsche Tonspur absolut sauber und hervorragend klingt, kann man bei der englischen Tonspur nur bei den Soundeffekten, nicht bei den Dialogen oder der Musik, teilweise ein bisschen einen Doppelungseffekt, einen kleinen Versatz und einen kleinen Hall- bzw. Echo-Effekt feststellen, was allerdings mich beim Ansehen des Films jetzt auch nur marginal irgendwie gestört hat. Der Film funktioniert in deutscher und in englischer Sprache absolut hervorragend und ist definitiv sehenswert. Und damit, glaube ich, kann ich mir nach diesem langen Review das Fazit fast schon sparen. Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes ist ein unglaublich sehenswerter, unglaublich großartiger, unglaublicher What the hell?
ist das Filmbeitrag, der für mich tatsächlich zu den besten, unterhaltsamsten und coolsten Filmen zählt, die ich jemals gesehen habe. Ich liebe diesen Film und ich liebe die Tatsache, dass Wicked Vision ihn ausgegraben hat, ihm noch dazu einen sagenumwoben geilen HD-Transfer spendiert hat und ihn gleich als Nummer 2 in der neuen Wicked Vision Full Moon Entertainment Classic Selection veröffentlicht hat. Für weniger als 15 Euro bekommt man hier großartige Unterhaltung in großartiger Qualität. Und da kann man auch definitiv nicht böse sein, dass es diesmal weder ein Booklet noch neu aufgenommene Audiokommentare oder sonstige Bonusmaterialspielereien gibt. Dafür kostet das Ding auch einfach weniger. Und eines kann ich euch definitiv empfehlen: Schaut euch diesen Film an. Mit ausreichend Guacamole-Bier wahrscheinlich eine der unterhaltsamsten und besten Filmerfahrungen, die ihr dieses Jahr auch nur ansatzweise machen könnt.